Die Löwen sind los. Bis zum 24. Januar bereiten sich die 60er in Estepona in Spanien auf die Mission Klassenhalt vor. Zweimal täglich nimmt Benno Müllmann seine Mannen ran. Dazwischen sind auch zwei Testspiele geplant. Am kommenden Samstag spielt 1860 gegen die rumänische Mannschaft von Panduri. Montags darauf dann gegen Dynamo Kiew. Und da wird natürlich auch dann Jan Mauersberger zu seiner Premiere im Löwentrikot kommen. Jan Mauersberger und Sascha Möll, das sind die Wintertransfers 1 und 2 des TSV 1860. Es ist aber gut möglich, dass im Hotel Elba in Estepona noch ein weiterer Neuzugang eincheckt. Einer auf der Kandidatenliste ist Tom Weiland von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Er hat es den Löwen angetan. Der Trainer Benno Müllmann will dazu selbst nicht Stellung nehmen. Er hat uns gesagt, ich bin doch kein Spekulatius, aber Fakt ist, und das hat er uns vorhin verraten, er will auf jeden Fall noch einen Außenbahnspieler haben und einen spielstarken Sechser, am besten mit Torgefahr.